Heute ist es endlich soweit, politisches Frühstück hier am ASG. Es sind alle Parteien aus dem aktuellen Landtag vertreten. Wir freuen uns auf eine hitzige Debatte. Los geht's! Also das Frühstück ist super schön. Es ist eine schöne, lockere Runde, dass man auch mal so ein bisschen ins Gespräch kommen kann. Was erwartest du vom heutigen Tag? Oh, dass ich auf jeden Fall verschiedene Ansichtsweisen der verschiedenen Politiker zum einen erfahren werde. Und ja, allgemein freue ich mich auf ein bisschen Diskussion zwischen den unterschiedlichen Parteien, genau. Da steht in unserem Bundesprogramm drin, nein, das ist nicht für die Aufrüstung der eigenen Bundeswehr, ja, aber nicht für Waffenexporte und auch lehnen wir jeden Auslandseinsatz von Bundeswehren ab. Also, die haben kein Territorium annektiert, Herr Bitterle. Das ist wirklich ein Unterschied. Eine Mauer könnte auch eine Lösung für Deutschland sein, oder? Ja, also Mauer nicht unbedingt, da kann man vielleicht Zinsen von Parteien zahlen, egal. Wie fandest du das politische Frühstück hier am ASG? Also ich fand es sehr interessant, vor allem auch so zu sehen, wie die Politiker aufeinander reagieren. Ja, ich fand es richtig cool eigentlich. Das politische Frühstück ist vorbei. Wir vom Leo Magazin werden auch in Zukunft der Politik hier in Leonberg kritisch auf die Finger schauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, liken und abonnieren. Ich würde nur kurz das anmerken. Podiumsdiskussion ist ja schon früh und schon die erste Lüge. Das ist natürlich wieder sehr interessant. Okay, gut. Vielen Dank. Stuttgart! Danke. Oh, du.